Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Calibeth von Colle, den Ultramapper. Ja, Hexelparty-Spaß ist angesagt. Ja, ob das so ein Spaß wird, das wissen wir noch nicht. Wir gucken jetzt, dass wir das irgendwie erstmal hier hinkriegen. Weil, wegen Sicherheit und so. Nehmen wir das große Fahrsilo? Ich glaube, wir nehmen das große Fahrsilo, oder? Kommen wir da rein? Um das auch mal zu testen. Passen da zwei Wagen nehmen dann? Wir müssen gleich mal in der Außenansicht gucken. Ich glaube nicht, dass da zwei Wagen nehmen dann. Schikram, ich bin auch schon Schiete gefahren, ne? Gut, dass wir hier noch ein Stück zurückfahren können. So, erste Born oder ersten Wagen so. In der Innenansicht machen. Außenansicht machen. So. Gibst du auch mal heute ab? So. Ist noch zu schnell der Gang, ne? Ja, passt gerade so, ne? Passt das auch wirklich? Ist nicht professionell hier, ne? Aber irgendwie müssen wir das jetzt mal hinkriegen. So. Oh, 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 das war die Mauer. Im Kückerchen machen und das einigermaßen passt. Ja, in dem Gang geht das, ne? So, dann Abflug. Kartoffelkiss? Galle, da habe ich aber jetzt keine Zeit für. Wieso? Ja, ich später, Kalle, bis dann. Kannst du nicht in den Hof lauen? Jetzt hat er die Kartoffelkiste da in der Halle liegen sehen. Jetzt ist der Kalle ganz heiß auf der Kartoffelkiste, ne? Weil er der Kundschaft da andrehen will, der guten Kartoffelkiste vom Nachbarn. Aber der sieht doch, dass wir jetzt keine Zeit haben. Mann, 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 Kalle, Kalle, du bist aber auch ein schlimmer Finger, weh? Das ist halt Businessman, ne? Der Kalle. Der ist ja extra hier mit Vorrat hingeheizt, ne? Um dann. Ja, hier die Kartoffelkiste. Aber wenn wir kein Tee dafür hätten, dann ist das auch nicht so gut, ne? Weil wegen Sicherheit und so. Ist wie es ist, ne? Hast du gesehen, wie vorschriftsmäßig der langsam geworden ist, weil der mal einen Anhänger gesehen hat von. In den Schlippe. Richtig schicki fein, die. Es gibt ja noch feine KI-Verkehre, ne? Ja, dann eben zusehen, dass wir jetzt hier hinkommen. So, halten wir eben hier an. Wir hüpfen mal eben so schnell durch. Der hat aber Bock, wa? Wer fährt denn heute? Ich weiß das gar nicht. Er hat gesagt, er hätte einen guten Fahrer für uns auf dem Lager. Ach, Yannick. So ein Bild brauchen wir aber auch gleich noch, ne? Ein bisschen gibt's was. Es ist zu langsam. Der Bölster war auch dran lang, der Yannick, ne? Jetzt Spaß in den Böcken.
Guck mal. Hoffentlich kriegen wir ein Bild hin. Danke. Oh, ich bin ein bisschen nah, ne? Guck, Janne. Es läuft hier, ne? Gut, dass der Nachbar hier nichts mehr stehen hat, ne? Gut, dass wir 160 Pferdchen unter der Haube haben. Der macht das vernünftig. Das läuft aber echt ultra deliziös. Jetzt hält er an. Und wir geben ordentlich Stoff, dass wir nach Nofen kommen. Weil das kostet ja auch alle Geld, die Häcksler da. Vor allem den Fahrer. Und so viel Tolles haben wir gar nicht mehr. Boah, der frisst aber richtig Kohle. Guck dir das an. Dann stellen wir den Fahrer das nächste Mal wieder aus. Guck mal, mein Kumpel, Mr. Sommerlatsche. Ich kann wundern, dass den keiner mehr einstellt, dass der hier Zeit hat zum Spazieren gehen, ne? Mit seinen Ultrasicherheits-Sommerlatschen da. Junge, 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 Junge. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber das darf ich gar nicht sagen, was ich gerade gedacht habe. Nee, darfst du nicht sagen. Ja, ordentlich mit Schwung hier. Mal Kurve. Komm, eulig. Junge, fürs der Kohle. Das nächste Mal stellen wir den aus, weil wir dann festfahren müssen, ne? So, langsam hier. Oh, es ist keine Kundschaft da, da kannst du mal ein bisschen schneller fahren. Sonst hätte ich wieder Ärger gekriegt. Svenny, die Kundschaft! Kannst du auch nicht die ganzen Klamotten wegfegen mit deiner Fahrweise? Ja, ja. Heute haben wir aber eigentlich. Ich sehe da so gut, ne? Mich gar nicht. Oh Mann, ey, ich fahr wie der letzte Henker. Aber ist ja auch nichts Neues. Oh, Junge! Ab und zu muss man mal schimpfen, dann klappt das wieder. Also wir haben gesagt, erste, ne? Hoffentlich bröddeln wir jetzt nicht so viel raus, ne? Will Edler jetzt wieder anhalten, bis der oben ist. Geht aber. Wenn du ein bisschen schneller fährst, wie ich gerade, passt halt. Tippitoppi. So, Appfluch, Leute, wir haben Eule, wir haben Drag. Wieso war da im Stall Mist? Junge, Junge, Junge. Der hat Bock, der Fiat, ne? Da piept der Turbo. Ne, nächstes Mal stellen wir den Helfer aus. Der kostet echt viel zu viel Kohle. Das sind ja schon fast 100 Euro, nur weil er da drum rumsteht. Guck mal, der Helga, ne? Ihr habt gesagt, wir wollen heute Häcksel, ne? Ja, ja, ich helfe. Ja, ja, siehst du. Das ist Hilfe von der Helga. Mann, 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 Mann. Es geht so nicht weiter mit der Helga lang. Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden, ne?
So, mit Hackengas nach Nexlein. Damit wir auch was schaffen, ne? Der Janek, der hat schon 3 Tassen Kaffee auf, ne? 5 Zigaretten. Ihr sitzt ja schon so auf dem Häcksler. Ich hab gestern Charlie Sheen geguckt, ne? 2½ Men, wie er da zu viel Kaffee getrunken hat. Muss ich lachen, ey. War lustig. Das war lustig. Liter haben sie schon im Silo, ne? Das ist viel. Nicht. Aber besser als gar nichts. Ah, das ist in Ordnung so. Für die kleine Fläche, der das nicht gedüngt ist, kommt da ganz gut was runter. Aber ich glaube, das hätte jetzt auch nichts mehr gebracht, das noch zu düngen. Sagen wir, wie es ist. Nur fliegen ist schöner, ne? Ihr wisst, wir haben eilig. Junge, das ist ja gar nicht so einfach. Nicht alles stehen lassen da, Janik. Kostet alle Geld. Hey, der Janik will ein Rennen fahren, hast du gemerkt? Ein bisschen passt noch mal Druck, ne? Ey, fahr schneller! Jetzt lässt aber richtig was stehen. Ja, immer halb so wild, ne? La 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 la. Warte mal aus. Kostet ja alle Geld. Weil Bohrmittel sind gerade nicht so im Überfluss da. Der hat Kraft, der Fiat. Also da sollte man sich nicht täuschen. Auch wenn da nur 8000 Liter hinter sind, ne? Aber der ist schon unnötig. Seh, ich habe als Jugendlicher den 180-90 gefahren. Junge. 180 PS und Gefühl auf der Hinterachse zu 250. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das war schon Tier. Auch auf dem Lehrbetrieb, der 65-90. Was der gerissen hat. Unbelievable. Schickifeini, Leute, schickifeini. Haben wir ein bisschen was heute geschafft, ne? Kartoffeln abgeschlossen, Mission. Haben 6800 Liter Kartoffelgesiebe. Haben das erste Häckselgut. Ein Silo. Haben 2 Fahrsilos. Ich kann mich nicht beschweren. Deswegen, jetzt ist Aufnahmesession zu Ende. 3 Videos muss erstmal reichen, ne? Und nächstes Mal müssen wir dann festfahren und den letzten Rest noch weghexeln. Und dann gucken wir mal weiter, was der Plan so ergibt. Wir erstmal gleich festfahren, weil er gesagt hat, nächstes Mal machen wir das. Perfekt! Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich.
Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.